Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth, willkommen bei Aus den Archiven. Am 30. Dezember wird der 200. Geburtstag Theodor Fontanes gefeiert. Die Archive gratulieren schon heute. Am 13. November 1964 erinnerte Helmut Jäßrich im Deutschlandfunk an die Reisen des Schriftstellers durch die Mark Brandenburg. Heraus kam ein literarisches Lebensbild, das dem Jubilar in aller Kürze gerecht wird. Viel Vergnügen. Ein Rondell mit einer Sonnenuhr. An seinem Rande mit Canna Indica und Rhabarberstauden bepflanzt, einige 20 Schritt davon entfernt die Kirchhofsmauer, ganz von kleinblättrigem Efeu bewachsen und nur an einer Stelle von einer weißgestrichenen Eisentür unterbrochen, dahinter ein Schindelturm mit seinem blitzenden, weil neuerdings erst wieder vergoldeten Wetterhahn. Das Herrenhaus umschließt mit Seitenflügel und Kirchhofsmauer hufeisenförmig einen kleinen Ziergarten. Ein Teich schließt sich an mit Steg und angekettetem Boot, dicht daneben eine Schaukel, der Balken ein bisschen schief, und alles beschattet von ein paar mächtigen Platanen. Muss noch gesagt werden, welchen Namen die kindhaft übermütige Tochter des Hauses führt und welchen ihre Mutter die Gutsherrin, oder wie die Lieblingsredewendung des Vaters lautet: »Ach, Luise, das ist ein weites Feld«. Es ist die Eingangs- und zugleich Ausgangsszenerie von Theodor Fontanes Effi Briest, die wir hier vor uns haben, die Gartenseite eines märkischen Gutshauses mit wenigen sparsamen Strichen gezeichnet. Bei dem großen, dem größten Berliner Romancier werden wir fast vergeblich nach ausführlichen Landschaftsschilderungen suchen, zu unserer Verwunderung, denn im Rückblick scheinen uns alle seine Bücher so tief in Landschaft eingetaucht wie nur wenige. In Stadtschaften freilich auch, denn so viele seiner Bücher haben ja sein zeitgenössisches Berlin zum Schauplatz. Auch Effi Briests letzte und tragischste Kapitel rollen im Berliner Alten Westen ab, in der Keithstraße, wo Frau von Briest und die junge Frau Geheimrat etwas Passendes gefunden haben, nur dass es ein Neubau war, feucht und noch unfertig. Mit Brandenburg und Berlin verbindet eine nach Millionen zählende Leserschaft unauflöslich den Namen Fontane, den der Träger noch Fontane ausgesprochen hat, denn er war stolz auf seine doppelseitige, von beiden Großvätern her hugenottische Abstammung, obwohl er bekennen musste, des Französischen nur sehr unvollkommen mächtig zu sein. Wenn er über den Horizont seines Geburtsortes, des Ackerbürgerstädtchens Neuruppin und auch des preußischen vor- und nachmärzlichen Berlin hinausblickte, so dankte er, dass er längeren Englandreisen und Aufenthalten als schlecht bezahlter Journalist in den langen Jahren, den Jahrzehnten seiner Vorbereitungszeit. Kaum ein Schriftsteller auf der Welt ist so spät zu seiner eigentlichen Blüte gekommen. Sein Beispiel kann so manchem Mit-60er, der noch kein bedeutendes literarisches Opus vorzuweisen hat, Trost und Wegweiser sein. 1878 veröffentlichte er seinen ersten Roman »Vor dem Sturm«. Und dann in rascher Folge eine Reihe von Meisterwerken. Ganz stichhaltig ist die Ausrede freilich nicht, denn der junge Apotheker Theodor Fontane hatte im Jahre 1850 immerhin 2 Bücher vorzuweisen. Beides Gedichtbände, war Mitglied der Dichtervereinigung Tunnel über der Spree und durch einige seiner Balladen wie Archibald Douglas in aller Munde. Aber darauf eine Laufbahn als Schreibender, als freier Schriftsteller gründen zu wollen, war gewagt. Gewiss gewagter, als es seiner sehr bürgerlich gesinnten Braut Emilie Rouanet Kummer lieb war. Und in den ersten Ehejahren fallen dann auch Nackenschläge aller Art. Nicht erneuerte Kontrakte mit Zeitungsverlegern, vergebliche Anläufe im Rahmen des Staatsdienstes, irgendeine Funktion als Intellektueller zu bekleiden. Die erste einigermaßen gesicherte Plattform, die Fontane erreicht, ist die Stellung eines Redakteurs an der Kreuzzeitung, dem Organ der politischen Rechten Preußens. Der Posten verschafft ihm genug Muße, um einen schon länger gehegten Plan zu verwirklichen, mit einer gewissen Systematik, Stück für Stück, seine engere Heimat zu schildern, in der Form der kultivierten, mit mancherlei Bildungsgut befrachteten Reiseskizze, wie sie um die Mitte des Jahrhunderts sich großer Beliebtheit erfreute. Selbst das Wort »Wanderungen« war ein Modewort. Fontane hätte es gern durch die Bezeichnung Spaziergänge ersetzt,
denn an dem frisch fromm frei fröhlichen der physischen Leistung war ihm nicht so sehr gelegen wie an dem besichtigungswerten, das nicht mit aller Gewalt zu Fuß, sondern auch mit Spreekahn, Postkutsche oder Eisenbahn erreicht werden konnte. Aber Eisenbahnen, wenn du ins Land willst, sind in den wenigsten Fällen nutzbar. Also Fuhrwerk. Fuhrwerk aber ist teuer. Man merkt dir bald an, dass du fort willst oder gar fort musst. Und die märkische Art ist nicht so des kaufmännischen bar und bloß, dass sie daraus nicht Vorteil ziehen sollte. So heißt es im Vorwort zur zweiten Auflage der Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Und man sieht gleich, es ist auch nebenher so etwas wie ein praktisches Handbuch für den Reisenden dabei herausgekommen, so etwas wie Karl Baedeker damals zu veröffentlichen begonnen hatte. Fontanes erster Band, bei dem Verleger Wilhelm Herz erschienen, galt der Umgebung seiner Vaterstadt Neuruppin. Das allererste Stück, das geschrieben und als Artikel in der Vossischen Zeitung gedruckt wurde, war die Beschreibung eines Ausflugs mit seinem Freunde von Lepel, ein Stündchen vor dem Potsdamer Tor. Das Ganze war einmal auf 20 Bände angelegt. Schließlich wurden es 5. Der letzte, ein Ergänzungsband genannt 5 Schlösser, kam 1888 heraus, also 27 Jahre nach dem ersten. Man sieht das Werk heute als eine Art Klassiker an und als ein beliebtes Geschenk für die reifere Jugend, etwa zur Konfirmation. Aber es ist alles andere als formvollendet, eher eine Art Wunderknäuel voller Einsprengsel. Komplette Biografien und Memoiren anderer Schreiber wechseln mit den teils nüchternen, teils gefühlvollen Reiseschilderungen ab. Es überwiegt das Chronikhafte, das allerdings immer an besuchte Schlösser, Kirchen oder Klöster angeknüpft ist. So wird nicht eben wenig Aktenstaub aufgewirbelt, Folianten werden aufgeschlagen, alte Pergamente rascheln. Doch manchmal, so schreibt der märkische Fontane-Kenner Herbert Roch, gehen alle Fenster und Türen auf. Die Farben märkischer Jahreszeiten leuchten um die Giebel irgendeines Herrenhauses, im alten Park wittern unter buntem Laub verfallene Gräber, niemals weit von dem Kirchlein entfernt, darin die dort ruhenden Geschlechter getauft, eingesegnet und getraut wurden. Geschichte und Gegenwart werden eines. Der Wald tritt an den See. Wasservögel huschen durchs Schilf, grün umgürtet die Ufer, in Feld und Luch übergehend. Birken, Erlen, Eichen und vor allem Kiefern rotstämmiger Schmuck der Mark, fest verwurzelt in ihrem Sand, die Wipfel winddurchrauscht, manche vom Blitz gespalten, Wälder sich endlos erstreckend von einsamen Wegen durchzogen und überall der Duft von Pilzen und Harz. Dörfer, Flecken, Schlösser, und dazwischen immer wieder das blaue Glänzen eines Sees, still und abseits für sich, oder vom trägen Strom der Spree oder der Havel durchflossen, den beiden Armen Brandenburgs. Aus welchem Antrieb schrieb Fontane diese elegische Verherrlichung der Mark? Ganz gewiss nicht im Auftrage der Kreuzzeitungspartei, wie böse Zungen behaupteten. In diesem Milieu hatte man für eine solche Schilderung, die ja fern von aller Schmeichelei war, kein Organ. Nein, zunächst wollte er einmal zurechtrücken, gerecht sein. Er kannte England und Schottland und kannte die Mark, die verachtete Streusandbüchse. In beiden Landschaften hatte er Stoffe für seine Balladen gefunden. Ich habe sagen wollen und wirklich gesagt, Kinder, so schlimm, wie ihr es macht, ist es nicht. Und dazu war ich berechtigt. Aber es ist Torheit, aus diesen Büchern herauslesen zu wollen, ich hätte eine Schwärmerei für Mark und Merker. So dumm war ich nicht. Aber dann ist dann noch etwas anderes. Ein Gefühl für historische Sendung. Von Fehrbellin bis Königgrätz und Sedan. Und so hebt er hervor, wie man nicht bloß Mark und Merker daraus kennen, sondern auch aller Ruppigkeit und Unausstehlichkeit unbeschadet, unter der Vorführung dieser Pflichttrampel und Dienstknüppel einsehen lernt, dass diese letzte Nummer Deutschlands berufen war, seine erste zu werden. Die Weltgeschichte und insbesondere die preußische Geschichte ist zwischen Band 1 und Band 5 wahrhaftig nicht stillgestanden. Fontane hat sie auf ihren Expeditionen begleitet. Als Kriegsberichterstatter und Kriegshistoriker machte er die Feldzüge von 1864 und 1866 mit.
Es entstanden daraus Artikelserien und hinterher dicke, übrigens schwer verkäufliche Bücher. Im Kriege von 1870 geriet er sogar in Gefangenschaft und in den Verdacht, ein Spion zu sein. Auch darüber hat er journalistisch und schriftstellerisch berichtet. Inzwischen war er von der Kreuzzeitung, die so wenig zu ihm, dem liberalen Demokraten, passte, zur Vossischen Zeitung hinübergewechselt und von der politischen Berichterstattung zur Theaterkritik. Viele Jahre hatte er im Königlichen Schauspielhaus den Parkettplatz Nummer 23 inne und durfte sich die vielen gut hohenzollerischen historischen Dramen ansehen, wie das so köstlich in seinem Kurzroman von den Poggenpools beschrieben ist. Aber er sah auch freilich in anderen Theatern die heraufkommende Generation der Naturalisten, sah Ibsen und Gerd Hauptmann und hat sie so treffend eingeschätzt wie kaum ein anderer. Er war nun ein Bestandteil des Berliner Lebens. Der weißhaarige Herr mit dem buschigen, den zahnlosen Mund verdeckenden Schnauzbart. Für seine Kriegsbücher hatte er den Kronenorden 4. Klasse bekommen, aber noch immer war ihm kein Staatsamt zuteil geworden und noch immer führte er in einer Welt von Geheimräten und Offizieren die unsichere Existenz des Literaten. Als Sekretär der Preußischen Akademie fühlte er sich so unbehaglich, dass er im Nu den Posten wieder verließ, fast so schnell wie das Bayreuther Festspielhaus, wo er es in einer Parsifal-Aufführung einmal nur wenige Minuten ausgehalten hatte. Bis zu seinem Tode im Jahre 1898 lebte er in der Potsdamer Straße Nummer 134c im Mansardengeschoss eines Hauses, das dem Johanniterorden gehörte. Die Adresse befindet sich am Kopf unzähliger Briefe von seiner Hand. Denn er war ein unermüdlicher Briefschreiber, dem diese vielen so beschwerliche Arbeit leicht von der Hand ging. Ein begabter Causeur, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch an seinem einsamen Schreibtisch, die selbst geschnittene Schwanenfeder in der Hand. Er erwähnt diese Gabe, das Genie epistolaire, sehr häufig, bei sich und bei anderen. Das Vergnügen, interessante Briefe zu bekommen und möglichst mit noch besseren zu beantworten, schätzte er bis in sein Alter hoch ein. Er mag alle seine Briefe sorgfältig komponiert haben. Ihre Mühelosigkeit ist gewiss nur holder Schein. Aber umgekehrt hat der ungezwungene, leichte Ton der Briefe auch seinen Prosastil als Schriftsteller beeinflusst. Ja, man könnte sagen, dass der berühmte, unnachahmliche Fontane-Ton, der erst in den Alterswerken ganz rein erklingt, ein Endprodukt des kunstvollen Briefschreibens ist, in dem sich wiederum das Plaudern, die edelste Form der Geselligkeit, erhalten hat. Gespräche sind ja auch der eigentliche Inhalt seiner Romane. Keine hitzigen, die Handlung vorwärts treibenden Dialoge, sondern sanft gegeneinander gesetzte Einzelstimmen. Voller Ironie wird dargestellt, wie jedermann an jedermann auf das sanfteste und freundlichste vorbeiredet. Und obwohl der Fontane-Ton aus jeder Silbe hervorzuklingen scheint, sind doch auf das Genaueste die individuellen und die sozialen Abstufungen gewahrt. In dem riesengroßen Bienenkorb märkisch-berlinischen Lebens, der von den Hofbeamten bis zu den Dorfschulzen, von der Kommerzienrätin bis zur Dienstmagd reicht. Vor dem Sturm, der erste und längste von Fontanes Romanen, zeigt noch am wenigsten von dieser unverwechselbaren Sprachmelodie. Er brauchte 10 Jahre, bis er ausgetragen wurde. Dann folgten in weitaus schnellerer Folge die übrigen, 11 an der Zahl. Es ist keiner darunter, der nicht berlinisch oder märkisch wäre, oder beides. Es ist, als wären die Wanderungen durch die Mark Brandenburg die Vorstudien und die Romane die Ausführung. Aber es ist natürlich keineswegs so. Man steht vielmehr vor etwas ganz und gar anderem. Dem alten Fontane ist eine völlig neue Dimension dichterischen Schaffens aufgeschlossen, die weder dem Balladendichter noch dem Erforscher und Schilderer der Mark Brandenburg zu Gebote stammt. Thomas Mann hat das sehr schön formuliert. Wie es geborene Jünglinge gibt, die sich früh erfüllen und nicht reifen, geschweige denn altern, ohne sich selbst zu überleben, so gibt es offenbar Naturen, denen das Greisenalter das einzige Gemäße ist. Klassische Greise sozusagen berufen die idealen Vorzüge dieser Lebensstufe als Milde, Güte, Gerechtigkeit, Humor und verschlagene Weisheit, kurz jene höhere Wiederkehr kindlicher Ungebundenheit und Unschuld, der Menschheit aufs Vollkommenste vor Augen zu führen. Zu diesen gehörte er.
Der Stechlin ist der weiseste, stillste, vollkommenste Roman von Thanes, aber vielleicht auch der auf gründlichste Weise brandenburgische. Schon der Name ist landschaftlich. Er bezeichnet den See, der wiederum den gleichen Namen trägt wie das Rittergut und der Ritter selbst, Dubslav von Stechlin auf Stechlin. Der See kommt schon im allerersten der vier Bände Wanderungen vor, der von der allerengsten Heimat des Dichters handelt, der Grafschaft Ruppin. Wie still er da liegt, der Stechlin, hob unser Führer und Gastfreund an. Aber die Leute hier herum wissen von ihm zu erzählen. Er ist einer von den Vornehmen, die große Beziehungen unterhalten. Als das Lissabonner Erdbeben war, waren hier Strudel und Trichter und stäubende Wasserhosen tanzten zwischen den Ufern hin. Er geht 400 Fuß tief und an mehr als einer Stelle findet das Senkblei keinen Grund. Und Launen hat er. Und man muss ihn ausstudieren wie eine Frau. Dies kann er leiden und jenes nicht. Und mitunter liegt das, was ihm schmeichelt und das, was ihn ärgert, keine Handbreit auseinander. Die Fischer selbstverständlich kennen ihn am besten. Hier dürfen sie das Netz ziehen und an seiner Oberfläche bleibt alles klar und heiter. Aber 10 Schritte weiter will er es nicht haben. Aus bloßem Eigensinn, und sein Antlitz runzelt und verdunkelt sich, und ein Murren klingt darauf. Dann ist es Zeit, ihn zu meiden und das Ufer aufzusuchen. Ist aber ein Waghals im Boot, der es ertrotzen will, so gibt es ein Unglück. Und der Hahn steigt herauf, rot und zornig. Der Hahn, der unten auf dem Grunde des Stechlin sitzt, und schlägt den See mit seinen Flügeln, bis er schäumt und wogt, und greift das Boot an und kreischt und kräht, dass es die ganze Menzer Forst durchhallt, von Dago bis Rufen und bis Alt-Glopso hin. Das unheimliche Grollen des Sees hat auch seine Bedeutung im Roman, der jedoch nicht zur Zeit des Lissabonner Erdbebens spielt, sondern um das Jahr 1890, also zu seiner Entstehungszeit. Die Handlung tritt zurück gegenüber dem Zuständlichen. Vor uns entrollt sich das Bild des märkischen Lebens im wilhelminischen Zeitalter. Und alle seine Exponenten sind vertreten. Der konservative Gutsbesitzer in der Gestalt des alten Stechlin, der liberale und weltläufige Aristokrat, dem Grafen Barbi, ferner der sozialistische Politiker Torgelow, der Dubslav den Sitz im Reichstag streitig macht, der jüdische Bankier Baruch Hirschfeld, der rettend einspringt, wenn eine wirtschaftliche Krise droht, der ehrgeizige Superintendent Koseläger, der schlichte Pfarrer Lorenzen und der übereifrige, seinem Rechtsdrall frönende Sägemühlenbesitzer Gundermann. Auch ein Bayer und Katholik ist in Baron Berchtesgaden vorhanden, um neben den 3 anderen politischen Richtungen der Vollständigkeit halber auch das Zentrum anzudeuten. In der Schwester Adelheid ist zu dem schrulligen, aber duldsamen Dubslav die Gegenfigur gezeichnet, die chauvinistische, schroffe, fühllose Stiftsdame aus dem benachbarten Kloster Wutz, in der die negativen Züge des Märkisch-Preußischen vereinigt sind. Die Töchter des Grafen Barbi, Armgard und Melusine, liefern die Liebesintrigen. Aber der Schweizer Kritiker Max Riechner hat ganz zu Recht bemerkt, dass sich die eigentliche Liebesgeschichte zwischen dem Dichter und seinen Geschöpfen abspielt. Seinem Dubslav und seiner Melusine ist er ganz verfallen. Kein Zweifel, dass er sich mit dem alten Stechlin identifizierte. Er fühlte sich nun immer mehr als Märker. Es liegt schon darin, dass es ihm, dem Weitgereisten, nun nirgend mehr so wohl behagte wie in einem märkischen Dorf. Und man kann sich keine schönere Huldigung für einen Dichter und seine Lieblingsgestalt denken, als die völlige Gleichsetzung, die ihm auch von dritter Seite widerfährt. Als Fontane gestorben war, vom Tode leicht, fast zärtlich angerührt und ihm widerstandslos folgend, rezitierte ein Freund ihm zu Ehren einen Text, der ihm ganz und gar entsprach. Die Grabrede Lorenzens auf den alten Stechlin. Er hatte das, was über alles Zeitliche hinaus liegt, was immer gilt und immer gelten wird. Ein Herz. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten das Feature Mitteldeutsche Landschaften. Helmut Jäßrich wandelte für den DLF auf den Spuren Theodor Fontanes in der Mark Brandenburg und in Berlin. Erstmals ausgestrahlt am 13.11.1964.
Auch die zweite heute vorgestellte Sendung bewegt sich im Umkreis von Thanes. Am 21. Juni 1970 fragte die Unterhaltungsredaktion des RIAS, kennen Sie eigentlich die Fernverkehrsstraße 5? Wer dieses Programm hörte, wusste mehr über eine Straße, die einer der Wege war, die West-Berlin mit der Bundesrepublik verbanden. RIAS-Mitarbeiter Manfred Stahnke fuhr von Staaken nach Lauenburg heraus, kamen historische und zeitgenössische Ansichten, unter anderem aus Dalgo, Friesack und Perleberg. Die Fernverkehrsstraße 5 führt von Frankfurt an der Oder bis an die dänische Grenze bei Tondern. Wir wollen uns in dieser Sendung dem Teil der Straße widmen, der einer der Verbindungswege zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik ist, dem Abschnitt zwischen Berlin-Staaken und Lauenburg an der Elbe. Tausende West-Berliner und westdeutsche Autofahrer benutzen diese Strecke in jedem Jahr. Doch nur wenige Reisende werden noch eigene Erinnerungen mit mecklenburgischen und märkischen Städten und Orten längs der Straße verbinden. Nur wenige Reisende werden ihre Fantasie den Wegweisern folgen lassen können, denen zu folgen ihnen selbst untersagt ist. Denn Abstecher sind nicht erlaubt. Der Mehrzahl der Reisenden werden Landschaft und Städte rechts und links der Fahrbahn unbekannt sein. Damit sie es nicht bleiben, will unsere Sendung stichwortartig einige Hinweise geben und einige Anmerkungen machen. Wir hoffen, auf diese Weise alte Erinnerungen aufzufrischen oder über Unbekanntes ein wenig zu informieren. Nur wenige Kilometer von der Grenzkontrollstation Berlin-Staaken entfernt liegt Dalgo, Kreis Nauen, Bezirk Potsdam. Ein kleines, unscheinbares Dorf mit einer Tankstelle, gegründet von Wenden, die sich am Nordabhang jener Sandberge ansiedelten, die in dieser Gegend einst das Südufer des Warschau-Berliner Urstromtales bildeten und auf deren Kamm schon damals eine alte Heerstraße entlang führte. Der Name Dalgo soll sich vom slawischen Daliko, tief, tiefgelegen, herleiten. Aus Daliko wurde Dalge, Dalga, Dalgen und schließlich Dalgo mit einem L. Das zweite L kam erst im vorigen Jahrhundert hinzu. Und zwar hatte der damalige Schulze Dalgos, so wird erzählt, in Nauen einen neuen Urkundenstempel in Auftrag gegeben. Entweder war nun die Bestellung fehlerhaft oder die Arbeit des Stempelmachers. Der Stempel war es auf jeden Fall. Er stempelte Dalgo mit zwei L. Ein neuer wurde nicht bestellt und so wurde Dalgo mit zwei L amtlich. Das kleine märkische Dorf Dalgo wurde zusammen mit seinem Nachbarort Döberitz, weit über die Mark hinaus bekannt, als dort 1894 der Truppenübungsplatz auf geschichtlichem Gelände angelegt wurde. In diese Gegend nämlich hatten sich schon die von Albrecht dem Bären bei Brandenburg geschlagenen Wenden zurückgezogen. In den Wäldern und Sümpfen zwischen Dalgo, Seeburg und Glienicke, die Havel im Rücken, stellten sie sich unter Jasko von Köpenick zum letzten Kampf. Sie wurden geschlagen. Jasko selbst, so berichtet die Sage, konnte sich nur retten, indem er die Havel durchschwamm. Die Stelle am anderen Ufer, an der er Schild und Horn ablegte, soll seitdem Schildhorn heißen. Zum Exerzieren kamen Soldaten in die Gemeinde Dalgo-Döberitz zum ersten Mal zu Zeiten Friedrichs II. Von Preußen. Im September des Jahres 1753 hatte der König dort 44.000 Soldaten versammelt. Die Armeen waren an der Havel aufmarschiert und der angenommene Feind wurde zwischen Dalgo und Seeburg vermutet. Die Ergebnisse dieser Truppenübungen wurden sorgfältig verschleiert. Friedrich der Große ließ gefälschte Manöverberichte veröffentlichen, um die interessierten europäischen Mächte zu täuschen. Seit der Jahrhundertwende etwa wird der Truppenübungsplatz Dalgo-Döberitz ständig benutzt. Zunächst vom kaiserlichen Heer, dann von der Reichswehr und schließlich von der deutschen Wehrmacht. Alle hatten brandenburgischen Streusand in den Knobelbechern. Heute sind in Dalgo sowjetische Truppen stationiert. Im Vorbeifahren kann man links von der Straße in Staubwolken gehüllte, marschierende Kolonnen erkennen. Aus dem weißen Sandboden erheben sich die Schutzmauern von Schießständen.
Wenige hundert Meter danach führt die Fernverkehrsstraße 5 mitten durch den Kasernenkomplex hindurch. Wohnblocks und Villen hinter weißen Zäunen. In Abständen auf den weißen Zäunen ein auf einer Spitze stehender Rhombus in Gelb zur Verschönerung. In lustigen Farben gestrichene Autoreifen begrenzen eine Einfahrt. Ein Posten mit Pelzmütze, graubraunem Mantel und einer roten Armbinde steht davor. Militärpolizei. Vom fahrenden Wagen aus ist ein Einblick hinter den weißen Zaun kaum möglich. Auch die Tore sind hoch verkleidet. Da. Zwischen Nauen und Friesack an der Fernverkehrsstraße 5 liegt unter anderem das Dorf Ribbeck. Es ist nichts sonderlich Bemerkenswertes an diesem Dorf. Einen kurzen Moment hat der Reisende einen Blick auf den etwas zurückliegenden, wuchtigen Kirchturm und den Friedhof, der ihn umgibt. Am Dorfausgang fast befindet sich ein Gasthaus, das Gasthaus zum Birnbaum. Jener Birnbaum nun soll auf dem Friedhof von Ribbeck stehen und man erzählte sich von ihm eine besondere Geschichte. Theodor Fontane hat sie in einem Gedicht nacherzählt. Vielen als Aufsagegedicht aus der Schulzeit sicher nicht immer in bester Erinnerung. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Hafenland, ein Birnbaum in seinem Garten stand, und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll, und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er: Junge, wisst ihr ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er: Lüt Dirn, komm an Röwe, ich heb ne Birn. So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende. Es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck: Ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und 3 Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Bühner mit Feiergesicht sangen: Jesus, meine Zuversicht. Und die Kinder klagten, das Herze schwer: Hie ist tot nu, wer gift uns nu ne Bär? So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der alte, voran schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was er damals tat, als um eine Birn ins Grab er bat. Und im 3. Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sproßte heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab, und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume: Wisst ihr ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's: Lüt Dirn, komm an Röwe, ich geb dir ne Birn. So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Hafenland. Dort, wo das südlich gelegene hafenländische Luch mit dem nördlich gelegenen Rhinluch zusammenstößt, erhebt sich in der Mitte zwischen beiden eine größere Insel festen Landes. Das Ländchen mit dem Mittelpunkt Friesack. Die Geschichte des Ländchens ist eng verbunden mit der Geschichte eines der reichsten Adelsgeschlechter der Mark, der Geschichte derer von Bredow, einer Familie, deren Sprösslinge in vielen Orten des Hafenlandes ansässig waren. Sie sind es, an denen man typische märkische Tugenden und vielleicht auch kleine märkische Schwächen besser studieren kann als an irgendeiner anderen Familie, schrieb Theodor Fontane. Die kleinen Schwächen scheinen die märkischen Untertanen einst anders bewertet zu haben, denn in der Legende bringt der Teufel die Bredows ins Hafenland.
Und zwar flog der Teufel mit einem Sack voll unguter Edelleute, die alle zur Familie der Bredos gehörten, auch über das Friesacker Ländchen. Den ersten schickte er nach Rechtsto. So kamen die Bredos nach Rezzo. Den zweiten schickte er denselben Weg lang. So kamen die Bredos nach Selbelang. Dann warf er die nächsten beiden in die Sümpfe. Einen von ihnen schickte er landein. So kamen die Bredos nach Landin. Der andere blieb sitzen und murmelte, »Ich wage nichts.« So kamen die Bredos nach Wagenitz. Ein fünfter fiel herunter als ein Kirchturm. Ein Loch in den Sack tat stechen. So kamen die Bredos nach Stechow. Endlich warf der Teufel auch den letzten heraus. Der Sack war frei. Und die Bredos kamen nach Friesack. So die Legende. Das Leben der Friesacker Bürger war ein steter Kampf gegen Wasser und Sumpf. Am Anfang des 17. Jahrhunderts erst begann die Erschließung und Urbarmachung des Ländchens. Man gewann Weideland so guter Qualität, dass rund 200 Jahre später Friesack das Butterfass Berlins genannt wurde. Ein gutes Stück vor der Stadt liegt neben der Fernverkehrsstraße 5 der kleine Flugplatz Küritz. Über ihm ziehen an sommerlichen Tagen Segelflugzeuge ihre Bahnen, von Autofahrern nur mit einiger Genickakrobatik und gewagten Fahrkunststücken im Auge zu behalten. Wenige Kilometer danach mahnen große rote Buchstaben auf dem gelben Grund einer Scheune: rationeller produzieren, für dich, für deinen Betrieb, für unsere sozialistische Zukunft. Küritz ist Kreisstadt in der Prignitz. Der Zinnenturm des Rathauses und der Doppelturm der Marienkirche überragen ihre Dächer und sind ihre Wahrzeichen. Am Stadteingang, unter schattigen Bäumen in einer Kurve, führt eine Brücke über einen schmalen Bach, die Jägelitz. Früher war sie schiffbar und verband Küritz über die Havel mit allen wichtigen Binnenwasserstraßen. Heute betreibt sie die Stadtmühle, die Nachfolgerin einer alten vierradenschen Mühle am selben Platz. Gleich hinter der Mühle verläuft eine schmale Gasse, an der Mauer. Ihr Name ist ein Hinweis auf die früher nahe Stadtmauer von Küritz, die noch 1824 gut erhalten war. Von den drei Toren an den Ausfallstraßen nach Berlin, Havelberg und Hamburg wurde das letzte 1806 abgerissen. Die Tore waren baufällig. Es gab eine Zeit, in der war Küritz eine Stadt der Tuchmacher und Leineweber. Sie verarbeiteten heimische Wolle und züchteten sogar Seidenraupen. Doch durch die Kriegswirren des 17. und 18. Jahrhunderts verminderte sich die Einwohnerzahl, die Mehrzahl der Gewerbebetriebe wurde geschlossen. Erst 100 Jahre später sah sich die Stadt nach Industrie um, die heimische landwirtschaftliche Produkte verarbeiten konnte. Da auf den leichten Böden der näheren und weiteren Umgebung Kartoffeln angebaut wurden, gründete man 1873 in Küritz eine Stärkefabrik. 60 Jahre später schon war sie die zweitgrößte Deutschlands. Sie verarbeitete den Kartoffelüberschuss der Prignitz und des südlichen Mecklenburg zu Kartoffelstärke, Kartoffelflocken und verschiedenen Futtermitteln. Der VEB Stärkefabrik setzt heute diese Tradition fort. Auf einer Schautafel demonstriert er seine Exportleistungen, auch die in die Bundesrepublik. Sie firmiert unter Westdeutschland. Nur 40 Kilometer sind es von Küritz nach Perleberg, laut Straßenatlas. Die kurfürstlich brandenburgische Stadt liegt an der Stepenitz und ist in den Historien nicht unbekannt.
Hier sind etliche Zusammenkünfte der Fürsten- und Hansestädte, sonderlich anno 1399 und 1420 wieder die Straßenräuber gehalten worden. Denn diese Stadt ist die Hauptstadt der Prignitz, der ein besonderer Teil der Mark Brandenburg ist. Die Stadt ist von ziemlicher Größe, liegt gar wohl und in einer fruchtbaren Ebene. Vor dem letzten Krieg hat es einen guten Handel da gegeben. In dem vergangenen Deutschen Krieg hat die Stadt viel ausgestanden. Anno 1627 haben sie die Kaiserlichen, anno 1638 die Schwedischen eingenommen. So schrieb Matthäus Merian im Jahre 1652 in seiner Topographie von Brandenburg und Pommern über Perleberg. Und dazu hatte er eine Stadtansicht in Kupfer gestochen, die dem Betrachter aus einiger Entfernung einen Blick auf Stadtmauer, Giebel und Kirchen erlaubt. Auch heute ist dem Reisenden nur ein Blick auf Dächer, Häuser, Obstgärten und den wuchtigen Kirchturm, ist es der der Nikolaikirche, von Perleberg möglich. Denn die Fernverkehrsstraße 5 führt inzwischen 2 Kilometer nördlich an der Stadt vorbei. Perleberg, heute zum Bezirk Schwerin gehörend, war immer der Mittelpunkt der Prignitz-Landschaft. 2 Schutzburgen machten schon die Bedeutung der im 12. Jahrhundert gegründeten Siedlung sichtbar. Perleberg erhielt Zollfreiheit in der gesamten Mark. Die verkehrsgeografische Lage ist äußerst günstig. Schon Mitte des 15. Jahrhunderts bestand eine tägliche Verbindung mit Hamburg, Lübeck, Wismar und Rostock. Über die für flache Boote schiffbare Stepenitz wurde Getreide, Vieh und Wolle vor allem nach Hamburg ausgeführt. Der Wasserweg war billig und weitaus sicherer als der von Räubern häufig heimgesuchte Landweg. Im 20. Jahrhundert hat Perleberg trotz der Konkurrenz des 12 Kilometer nahen Wittenberge, das es einwohnermäßig überflügelte und wichtige Industrien an den Elbehafen zog, seine Stellung behaupten können. Perleberg wurde zum Zentrum obstverarbeitender Betriebe und Mostereien. Es ist ein besonderes Vergnügen, an Perleberg vorbeizufahren, wenn die Plantagen rings um die Stadt blühen. Wenn die Fernverkehrsstraße 5 Grabow berührt, hat sie Brandenburg verlassen und Mecklenburg erreicht. Grabow an der Elde ist eines der besterhaltenen Städtchen Mecklenburgs. Schmucke Fachwerkhäuser in Gassen und Winkeln, nach dem großen Brand von 1725 gebaut, bestimmen das Stadtbild. Auf dem Marktplatz steht die Perle von allen, das Puppenstubenrathaus mit dem Uhrturm, ein Fachwerkbau, der zu den schönsten Kleinstadtrathäusern dieser Art in Deutschland zählt. Die Fernverkehrsstraße 5 führt leider nicht mehr durch Grabow hindurch, vorbei an den großen Mühlen und ihren Wehren, die den Zufluss des Eldewassers regulieren. Die Lastzüge fürchten nicht mehr, in den engen, winkligen Gassen stecken zu bleiben. Die Straße führt seit dem Jahre 1968 um das Städtchen herum. Und wenn der Reisende die Elde überquert, kann er gut erkennen, wie sich die an der Wasserseite ziegelroten Dächer Grabows vom Fluss her zum Nadelturm der Kirche hinauftürmen. Grabow ist für Kunsthistoriker ein ganz besonderer Ort. Friedrich Schlie, der verdienstvolle mecklenburgische Kunstexperte des vorigen Jahrhunderts, entdeckte nämlich in der Grabower Kirche einen gotischen Schnitz- und Malaltar, der aus dem Jahre 1379 datiert war. Dieser Altar war 1725 nach dem großen Brande der Grabower Kirche geschenkt worden. So stand es in den Urkunden. Und Friedrich Schlie konnte weiterhin feststellen, dass es sich bei dem Grabower Altar um einen Altar handelte, der 1383 aus der Hamburger Petrikirche spurlos verschwunden war. Allerdings fehlten ihm beide Außenflügel. Diesen Altar der Petrikirche in Hamburg aber, das wussten die Experten sicher, hatte ein Meister Bertram angefertigt, der aus Minden stammte, aber zwischen 1367 und 1410 in Hamburg gelebt und eine große Schnitz- und Malwerkstatt betrieben hatte. Bisher hatte man angenommen, dass keines seiner Werke erhalten geblieben war.
Daher kaufte der Kunstpädagoge Alfred Lichtwarck im Namen der Hamburger Kunsthalle im Jahre 1903 den Grabower Altar nach Hamburg zurück. 65.000 Goldmark zahlte er und davon erhielt die Grabower Kirche einen neuen Turm. In Hamburg aber begann die Suche nach den beiden fehlenden Altartafeln. Verstaubte Böden und alte Rumpelkammern von Pfarrhäusern und Kirchen wurden durchstöbert, bis sie endlich gefunden wurden. Zwar waren sie übermalt, aber Restaurateure legten die Arbeit Meister Bertrams wieder frei. So wurde aus dem Dunkel des Mittelalters das Werk eines Meisters sichtbar, des ältesten bekannten Meisters in Norddeutschland. Und nur wenige werden wissen, dass die Entdeckung dieses Meister Bertram in Grabow begann, dem kleinen Städtchen an der Elde. Ludwigs Lust, kaum 7 Kilometer von Grabow entfernt, ist nur wenig über 200 Jahre alt und somit wesentlich jünger als seine Nachbarstadt. Inmitten dichter Wälder lag an seiner Stelle einst das Rittergut Kleinow. Mit Vorliebe jagte in diesen Wäldern der Bruder des damaligen Landesherrn, der Herzog Christian Ludwig. Deshalb ließ er sich bald auf dem Boden des Gutes ein Jagdhaus bauen, das die Bevölkerung allgemein Lustschloss nannte. So entstand der Name Ludwigslust für die Stadt, die sich um das Jagdhaus herum bald planmäßig entwickelte und das Dorf Kleinow in sich aufnahm. Ludwigslust wurde zur Drehscheibe Mecklenburgs. Dort kreuzte sich der Schienenweg von Hamburg nach Berlin mit dem von Magdeburg nach Rostock. Dort treffen die Fernverkehrsstraßen 5, die Frankfurt-Oder, Berlin, Hamburg und Tondern, die 106, die Ludwigslust, Schwerin und Wismar, und die 191, die Celle, Uelzen, Dannenberg, Parchim und Plau verbinden, auf etliche mecklenburgische Landwege. Industrie gibt es erst seit 1945 in Ludwigslust. Fahrzeug- und Maschinenbau, Kfz-Instandsetzung, das Fleischkombinat, eine Spirituosenfabrik und etwas vor der Stadt, der VEB Erdöl, Erdgas, sind die wichtigsten ortsansässigen Arbeitgeber. Was bleibt dem durchfahrenden Reisenden von Ludwigslust im Gedächtnis? Das Haus der Volkspolizei, die niedrigen, dunkelroten Ziegelhäuser mit den kleinen Fenstern, die HO-Gaststätte in der scharfen Linkskurve, die Clara-Zetkin-Schule, die vielen Kinder auf der Straße und ein flüchtiger Eindruck von Stadtkirche und Schloss am Stadtausgang. Das Schloss Ludwigslust in seiner heutigen Gestalt wurde 1771 bis 76 erbaut und ist gut erhalten. Eingebettet in eine lönnäische Gartenanlage präsentiert sich eine Einheit von Park und Architektur im Stil des frühen Klassizismus. Vor dem Schloss, zur Straße hin, ein Brunnen und das Denkmal Friedrich Franz I., des letzten mecklenburgischen Großherzogs, der von Ludwigslust aus regierte. Sein Sohn schon residierte in Schwerin. Jenseits der Fernverkehrsstraße 5, dem Schloss gegenüber, steht der merkwürdige Bau der Ludwigsluster lutherischen Stadtkirche. Erbaut in den Jahren 1765 bis 1770, unterscheidet sie sich in auffallender Weise von allen anderen mecklenburgischen Backsteinkirchen oder Domen. Der flachgiebelige Bau mit überdimensionaler Vorhalle, die auf schweren toskanischen Säulen ruht, mit rosa und gelben Farbeffekten, sieht einer Kirche weit weniger ähnlich als einem Tempel. Schloss und Kirche, die sich in einiger Entfernung beiderseits der Straße gegenüberstehen, kann der Reisende heute nur sehen, wenn er... Hat er ein Gebäude etwas in Augenschein genommen, blitzschnell den Kopf wendet, sonst ist er vorbei. Bis vor wenigen Jahren noch, solange das Hamburger Tor am Stadtausgang stand, konnte er sich meist Zeit nehmen, denn das Tor hatte eine nur 3 Meter breite Durchfahrt und so staute sich hier meist die Autoschlange bis vor das Schloss und die Kirche. Heute ist das Tor entfernt. Es soll an anderer Stelle wieder aufgebaut worden sein und man fährt flott hinaus auf die Straße nach Boitzenburg. Thank you.
Kreuzenburg ruht still und behaglich in der Elbmarsch, gut einen Kilometer von der Elbe entfernt, im Gebiet weiter Wiesenniederungen mit vielen der Elbe zuströmenden Flüssen am Dreiländereck zwischen Mecklenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Der Mittelpunkt des alten Beutzenburg, der Marktplatz mit den Linden, heute Platz des Friedens, das Rathaus mit Laubengang und keckem Uhrtürmchen und der barocke Turm der Kirche stehen unter Denkmalschutz. Dort am Markt ahnt der Reisende nach flüchtigem Blick auf der Durchfahrt jene Stadt, von der ein anderer um das Jahr 1800 schrieb: Über Beutzenburg lässt sich weiter nichts sagen, als dass es die netteste, freundlichste, anmutigste aller Städte ist, die ich von der Saar bis zum Rhein, vom Rhein bis zur Werra und von ihr bis zur Trave durchzog. Wirtschaftliche Bedeutung hatte Beutzenburg im Mittelalter, solange die Salzstraße von Lüneburg nach Wismar die Stadt berührte. Mit Beginn des Dreißigjährigen Krieges versank die Stadt in Bedeutungslosigkeit. Im Jahre 1709 brennt sie sogar bis auf einige Häuser nieder. Der Brand brachte aber auch den Vorteil, dass Beutzenburg nun Platz für Industrieanlagen hatte. 1793 werden Schiffswerften angesiedelt, 1903 eine Wandplattenfabrik. Der Hafen wird Umschlagplatz für Kohlen nach Mecklenburg, für Zuckerrüben, für Tone und Erden. Heute hat er durch die Grenzlage an Bedeutung verloren. Die Plattenfabrik, jetzt Fliesenwerk Kurt Bürger, liegt 2 Kilometer vor der Stadt. Ihr hoher Schornstein und der weiße Kalkmehlstaub um die Fabrikgebäude sind nicht zu übersehen. Seit 1903 hat sich um das Werk ein neuer Stadtteil entwickelt, Beutzenburg Bahnhof. Mit Wohnhäusern und Geschäften, mit Sporthalle Kurt Bürger und Kulturhaus Kurt Bürger. Rohstoffgrundlage der Fabrik ist Geschiebemergel. Er ist durch Verwitterung aus Geschiebelehm, einem Gemenge von Ton, Sand und kohlesaurem Kalk entstanden. Während der Eiszeit haben die Gletscher diesen Geschiebekalk aus Skandinavien mit nach Mecklenburg gebracht. Der VEB Elbewerft Beutzenburg ist der zweite wichtige Industriebetrieb der Stadt. An einer Tafel vor dem Werftgelände demonstrieren Schiffssymbole die Produktionszahlen und Produktionstypen der Werft. Eine Losung: alles mit dem Volk, alles durch das Volk, alles für das Volk. An der Werft vorbei verlässt die Fernverkehrsstraße 5 mit einer 8%igen Steigung die Stadt. Oben auf dem Steilufer der Elbe gibt es einen Aussichtspunkt. Von ihr aus hat man einen weiten Blick über die Elbniederung. Daneben ein Gedenkstein zum Gedenken an die Häftlinge des KZ-Teillagers Neuengamme. Die heutige Fernverkehrsstraße 5 besteht in ihrem Teil zwischen Beutzenburg und Lauenburg erst seit dem Jahre 1600 etwa, als der sogenannte Horster Damm aufgeschüttet wurde, benannt nach dem zwischen beiden Städten liegenden Dorf Horst, das heute auch dem DDR-Kontrollpunkt seinen Namen gibt. Über diesen Damm fährt der Reisende auch dieser Tage noch durch das links und rechts wesentlich tiefer liegende Wiesenland nach Lauenburg. Unmittelbar vor der Stadt überquert die Fernverkehrsstraße 5, die nach dem Grenzübergang jetzt übrigens Bundesstraße 5 heißt, den Elbe-Trave-Kanal, der Lauenburg mit Lübeck verbindet. Er ist der Nachfolger des alten Stecknitz-Kanals, der in den Jahren 1390 bis 98 von den Lübeckern erbaut wurde und zu seiner Zeit als erster Wasserscheidenkanal Nordeuropas weltberühmt war. Er hatte eine Länge von 93 Kilometern und 17 Schleusen. Eine Kanalfahrt dauerte 14 Tage. Die Palmschleuse, neben der B5 in der Nähe der Grenzabfertigung gelegen, ist eine der alten Schleusen. Sie hat ihren Namen von einem Schleusenmeister Palm von Brunswick, wurde 1724 erneuert und gehört zu den ältesten erhaltenen Kammerschleusen Europas. Ein Restaurant, in dem sich Reisende von und nach Berlin treffen, weiß um diese Seltenheit und nennt sich entsprechend an der Palmschleuse. Die Bundesstraße 5 im Stadtgebiet Berliner Straße führt durch das neue Stadtzentrum von Lauenburg, das sich ganz entgegen seiner Tradition auf dem Hochufer der Elbe dem Lande zu entwickelt. Denn das alte Lauenburg, zu dem es sich lohnt, hinunterzufahren, entstand am Fuße des Hochufers, zwischen ihm und der Elbe.
Dort wurde im Jahre 1182 auf einem Hügel, der fast frei vor dem Ufer stand, vom Sohne Albrechts des Bären eine Burg gebaut, die Lauenburg. Sie galt als uneinnehmbar und überstand zweimal eine zweijährige Belagerung. Zur gleichen Zeit etwa wurde ein Elbzoll eingerichtet, der bis ins Jahr 1863 hinein erhoben wurde. Um das Jahr 1230 ist die Stadt Lauenburg im Schutze der Burg entstanden. Aus jener Zeit sind keine Bürgerhäuser mehr erhalten. Das älteste Bürgerfachwerkhaus, das Mensingsche Haus am Markt, stammt aus dem Jahre 1573. Zu jener Zeit gerade begann sich Lauenburg am Hochufer hinauf auszubreiten. Nur etwa 500 Einwohner hat es zu jener Zeit gehabt und war dennoch so mächtigen Städten wie Lübeck durchaus ein ebenbürtiger Partner. Vom Hochufer der Elbe über Lauenburg hat der Reisende einen weiten Blick über die Stadt, ihre Werften, auf die Wellpappenfabrik und die Auto- und Eisenbahnbrücke über die Elbe. Dabei wird er mit bloßem Auge nicht bemerken, dass diese Brücke von der Lauenburger zur Hunsdorfer Seite hin um etwa 2 Meter ansteigt, um an jenem Ende den Schiffen auch bei Hochwasser eine Durchfahrt zu garantieren. Der Reisende kann vom Hochufer aus auch die Türme Lüneburgs genauso sehen wie über Elbniederung und Grenze hinweg Beutzenburg. Lauenburg ist heute eine Grenzstadt. Eine Grenzstadt an der Fernverkehrsstraße 5. Kennen Sie die Fernverkehrsstraße 5? Manfred Starnke beschrieb einen Teil des Weges zwischen Berlin und Hamburg, einen Weg, der zumindest auf seinem brandenburgischen Teil auch Theodor Fontane beschäftigte. Erstsendung im RIAS am 21.06.1970. Mein Name ist Michael Groth. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, Sie am kommenden Samstag wieder begrüßen zu können. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.